Wir nehmen einen Rapid Mayon. Es kommt wirklich darauf an, wie das liegt und was für ein Haken das ist. Hier ist eine ganz normale Bohrhakenlasche. Da ist ein langes Rapid Mayon drin. Wir nehmen einen Schnapperkarabiner, also Basiskarabiner mit Drahtschnapper. Dann machen wir dann zum Beispiel einen großen Sackstich rein, dessen Auge wir dann hier einhängen. Sonst können wir ja nicht über die ganze Seillänge abseilen. So, und jetzt nehmen wir diese Hilfsleine. Reicht in der Theorie auch normale Rebschnur, Paketschnur, whatever. So, jetzt binde ich das Ganze auf der einen Seite an das Seil fest. Wenn das Ganze festgebunden ist, muss ich das jetzt fädeln durch einen Karabiner und durch einen Rapid Mayon. Wichtig ist hierbei jetzt, habe ich herausgefunden, dass man das Ganze von außen einfädelt. Also nicht von innen, das ist falsch, sondern man fädelt das Ganze von außen rein, durch den Schnapper. Sieht dann so aus. Und jetzt, damit es mit der Umlenkung funktioniert, von hinten aber wieder durchs Rapid Mayon. So. Im Endeffekt versucht man dann einfach an der Hilfsleine zu ziehen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt schauen wir mal, ob es direkt funktioniert. Es funktioniert nicht. Und warum? Weil sich im Endeffekt der Schnapper direkt mit einem Rapid Mayon blockiert. Deswegen habe ich gemerkt, muss man zu Beginn hier unten das Seil festhalten, dann ziehen und dann öffnet sich eigentlich der Schnapper. Und jetzt lässt man das Seil langsam hochrutschen. Dadurch hat man eine bessere Ausgangslage. Was passiert nun? Man sieht hinten, der Schnapper hat sich geöffnet und das Seil hat es durchgezogen. Wenn man jetzt wieder loslässt, dann sieht man, es rutscht runter. Das Seil ist fast frei. Kann man noch im Seil ziehen und das Seil ist ausgelöst.